Hallo ihr Lieben, nachdem ich in der letzten Zeit verschiedene Suppen, Eintöpfe und Aufläufe gezeigt habe, ist es heute mal wieder Zeit für ein Brot. Ich möchte euch heute ein albanisches Maismehlbrot zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video und beim Ausprobieren. Milliliter warmes Wasser, 100 Milliliter Sonnenblumenöl, 250 Milliliter Joghurt, 2 Teelöffel Zucker, 1/2 Würfel frische Hefe, 1 Eiweiß, 1 Teelöffel Salz und 2 Esslöffel Mehl werden verrührt. Das ist jetzt unser Teigansatz. Dieser ruht nach dem Verrühren etwa 10 Minuten, um die Hefe zu aktivieren. Gramm Maismehl, 250 Gramm Maismehl werden zugegeben, 250 bis 300 Gramm einfaches Weizenmehl, und das Ganze wird nun zu einem Teig verknetet. Und wie man sieht, ist es ein recht flüssiger bzw. klebriger Teig. Nach einer Ruhezeit von etwa 40 bis 60 Minuten wird noch etwas Mehl untergeknetet. Aber erst einmal soll der Teig vor dem Ruhen wirklich leicht flüssig sein. Und abgedeckt ruht der Teig jetzt etwa 40 Minuten. Ein Eigelb und 2 Esslöffel Joghurt werden verrührt. Das Ganze wird nun mit einer Mischung aus dem Eigelb und 2 Esslöffel Joghurt bestrichen. Nach Belieben wird das Pogacar anschließend auch noch mit Sesam bestreut. Ich hatte nun keinen Sesam zur Hand und lasse es also somit weg.
Mit einer Gabel wird das Brot mehrmals eingestochen.